Horst Lichter, einer der bekanntesten deutschen Fernsehköche und Moderatoren, ist durch viele attraktive Unterhaltungssendungen, insbesondere Bares für Rares, mit dem Publikum verbunden. Sein Leben war jedoch nicht nur mit Erfolg und Ruhm geschmückt, sondern enthielt auch viele Schmerzen und Geheimnisse, die er stets zu verbergen versuchte. Im Alter von 62 Jahren erlebt Horst Lichter in seiner Karriere nicht nur Höhen und Tiefen, sondern er leidet auch seelische Wunden, von denen nur wenige Menschen wissen. Horst Lichter hatte kein leichtes Leben. Geboren und aufgewachsen in Nettesheim-Butzheim, erlebte er schon bald viele Herausforderungen im Leben. Als junger Mann erlitt Lichter vor seinem 30. Lebensjahr zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Dies waren schwere gesundheitliche Schocks, die ihn zwangen, seine Lebensweise zu überdenken. Obwohl er immer humorvoll und optimistisch wirkte, kämpfte Horst Lichter tief in seinem Inneren mit der Angst vor dem Tod und der gesundheitlichen Instabilität. Darüber hinaus ist Lichters Leben mit vielen familiären Schmerzen verbunden. Einmal verlor er seinen kleinen Sohn bei einem Unfall, ein Ereignis, über das er selten öffentlich berichtet. Dieser Verlust hat eine tiefe Wunde hinterlassen, und auch wenn viele Jahre vergangen sind, kann Lichter es immer noch nicht vergessen. Er trug immer Trauer und ein Gefühl des Verlustes über seinen Sohn mit sich, das er nur denen anvertraute, die ihm am nächsten standen. Kürzlich wurde eines der schrecklichen Geheimnisse von Horst Lichter von seiner Frau gelüftet und überraschte damit die Öffentlichkeit und die Fans. Demnach verheimlichte Lichter einen Teil seines Lebens, von dem er nicht wollte, dass jemand davon erfährt. Lichters Frau teilte mit, dass ihr Mann nach einer Reihe persönlicher Vorfälle und beruflichem Druck ernsthafte psychische Probleme habe. Misserfolge im Leben und der Verlust seiner Familie versetzten ihn in eine Depression, die er viele Jahre lang zu verbergen versuchte. Sie enthüllte auch, dass Lichter, obwohl er auf der Leinwand immer mit einem Lächeln und einem humorvollen Stil auftrat, im wirklichen Leben Schwierigkeiten hatte, die Eindrücke der Vergangenheit zu überwinden. Die körperlichen und seelischen Schmerzen machten ihn müde und einsam. Das überraschte die Fans, denn sie wussten, dass der starke und optimistische Mann im Fernsehen ein Leben voller Dunkelheit hatte. Horst Lichter hat eine bemerkenswerte Karriere im Fernsehen und in der Gastronomie hinter sich. Er ist als Koch und Moderator zahlreicher Fernsehsendungen wie Lava bekannt, Lichter, Lecker und Bares für Rares. Dieser Erfolg war nicht einfach und Lichter musste unermüdlich daran arbeiten, seine Position in der Unterhaltungsindustrie zu behaupten. Allerdings verlief seine Karriere nicht immer rosig. Bevor Lichter mit Bares für Rares berühmt wurde, scheiterte er mehrfach bei Geschäftsprojekten. Sein erstes Restaurant, die Oldithek, war dank Lichters Leidenschaft für Antiquitäten und Sammlerstücke ein großer Erfolg. Doch nicht lange danach musste dieses Restaurant aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und des Drucks des Managements schließen. Diese Misserfolge führten dazu, dass er das Vertrauen in seine eigenen Geschäftsfähigkeiten verlor und Lichter lebte lange Zeit in Verwirrung und Frustration. Darüber hinaus wurde Lichter auch von der Öffentlichkeit kritisiert, weil sein Moderationsstil als zu dramatisch und zu viel galt. Obwohl er versuchte, sein Image zu verbessern, wirkten sich diese Kritiken stark auf Lichters Psychologie aus und führten dazu, dass er arbeits- und lebensmüde wurde. Im Alter von 62 Jahren leidet Horst Lichter unter einem sich verschlechternden Gesundheitszustand, der ihm Sorgen um die Zukunft bereitet. Jahrelange stressige Arbeit und ein unregelmäßiges Leben hinterließen deutliche Spuren in seinem Körper. Lichter gab einmal zu, dass sein Gesundheitszustand nicht mehr der sei, der er einmal war,
und dass er bei jeder Entscheidung vorsichtiger sein müsse, um seine Gesundheit nicht noch mehr zu schädigen. Zudem haben Lichter wegen Alters- und Gesundheitssorgen verstärkt darüber nachgedacht, sein Arbeitspensum einzustellen oder zu reduzieren. Seine Frau ist immer an seiner Seite, sorgt sich um die Gesundheit ihres Mannes und rät ihm oft, sich mehr auszuruhen. Mit seiner Art, nicht still zu sitzen, versuchte Lichter jedoch stets, weiter zu arbeiten, auch wenn er wusste, dass dies seine Gesundheit beeinträchtigen könnte. Obwohl das Leben viele Höhen und Tiefen hat, findet Horst Lichter bei seiner Frau immer Trost und Ermutigung. Die Liebe seiner Frau ist eine große Motivationsquelle, die ihm hilft, schwierige Zeiten in seinem Leben zu überwinden. Sie ist nicht nur eine Lebenspartnerin, sondern auch eine Begleiterin, die Lichter stets unterstützt und all die Trauer und den Druck teilt. Seiner Frau ist es zu verdanken, dass er seine Karriere und seinen Geist auch in Krisenzeiten aufrechterhalten kann. Lichters Frau war immer die Erste, die Veränderungen in seiner Psychologie und seinem Gesundheitszustand bemerkte. Sie riet ihm ständig, seine Arbeitsbelastung zu reduzieren und Wege zu finden, sein Leben. About wins that make life happier. And I think that winning is a mindset. And so when you hear a lot of people that I know that are high performers, they say I either win or I learn. They don't say I win or I lose. And I love that. I've never heard that. I love that. I either win or learn. Yeah, I mean, it's the truth. And I think that you practice in life some duality, you know, something learned from some great coaches is that if you look back on your life experience, it will show you that for every bad thing that happened to you, there was the bad thing, there was the bad experience, and that led to maybe some unfortunate series of events. But what good came from it? You know, can you live in that thought? Can you live in that experience for a few minutes? And typically, and I think that's probably what has made me is I've just learned is that no matter what awful thing has happened, and I've lived through some stuff, I mean, since a very young age, it has all led to some of the most incredible things I have in my life. And so I probably never really have lost. Not that I haven't, you know, in the moment felt like, man, that sucks. That sucked a lot. I don't want to have to go through that again. But man, I'm so grateful for what I learned. And you just get so connected to that. It makes you grateful. And if you share those vulnerable moments as a leader, you can build some incredible people around you that ultimately you serve as a great model for those things. Do you mind sharing? You said you've had some heartbreaking failures. Have you and Dan, do you mind sharing an experience that you've had? The perfect one. Because one of the moments when you were just talking, I thought about, wow, you know, it's interesting. The lesson you take away, like we could both go through the exact same experience and mm-hmm. the lesson we take from it would be dramatically different, right? So one of our really difficult losses, we did a real estate project and it was supposed to take about 18 months. It's called Vermont Street. I probably shouldn't share the name of it, but man, that is a name that will haunt me. So the quick version of this, it took more than 5 years, close to six. So before I had children, I started this and it just ended up in a lawsuit. We lost over $1 million from doing this project. That could have been the end, by the way. We could have said, oh, we shouldn't do real estate developments. Mm-hmm. I mean, and what a sad lesson that would have been, because that wasn't the takeaway. The takeaway for me in that whole experience, and it was difficult. I mean, there were times